Was ist eigentlich eine künstliche Intelligenz? Wie künstlerisch kann sie sein? Und wie kann sie Ihnen bei der Analyse literarischer Texte helfen? Hallo, wir sind Marie Flüh und Sandra Bless, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Germanistik der Universität Hamburg. Und diesen Fragen werden wir in der dreiteiligen Videoreihe Verfahren des maschinellen Lernens in der Literaturwissenschaft auf den Grund gehen. Da Machine Learning zum Methodenrepertoire des riesigen Forschungsfeldes künstlicher Intelligenz gehört, stellen wir Ihnen im ersten Video diesen Forschungsbereich etwas näher vor. Wir geben spannende Einblicke in den Themenkomplex künstlerischer KI und darin, welche neue Forschungsfragen Sie aufwerfen. Im zweiten Video erfahren Sie mehr über den Bereich des Lernens im maschinellen Lernen und wir stellen Ihnen eine Methode des überwachten Machine Learnings vor, die Named Entity Recognition. Wir zeigen Ihnen, wobei NER helfen kann, das ist die Kurzform für Named Entity Recognition, und wie Sie es in der Literaturwissenschaft nutzen können. Im dritten Video wird es dann praktisch. Hier lernen Sie, wie Sie ein NER-Tool zum automatischen Herausfiltern bestimmter Entitäten in Briefen nutzen und ein eigenes Machine Learning-Modell trainieren können. Die Begriffe künstliche Intelligenz, kurz KI oder AI für Artificial Intelligence und Machine Learning sind im populärwissenschaftlichen Diskurs weit verbreitet. Sie begegnen uns nicht nur in ganz unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen, sondern auch im Feuilleton, in Blogposts oder in Sachbuchabteilungen. In der öffentlichen Berichterstattung wird von KI vor allem als sehr zukunftsgewandtes Thema gesprochen. Es geht um Roboter, Chatbots, selbstfahrende Autos oder sprechende Maschinen. Kurz um eine Zukunft, in der Maschinen Aufgaben übernehmen, die zuvor seit Jahrhunderten von Menschen ausgeführt wurden. Dabei ist KI beispielsweise in Form von Amazons Alexa, Apples Siri, Captchas und Gesichtserkennung bereits im Hier und Jetzt angekommen. Der Diskurs über künstliche Intelligenz beinhaltet dabei teilweise gegensätzliche Bewertungen. Euphorische, positive Stimmen auf der einen Seite, sowie technikfeindliche und sehr skeptische Einschätzungen auf der anderen. Aber was genau ist unter einer künstlichen Intelligenz zu verstehen und in welchem Zusammenhang stehen Projekte mit ihr zur digitalen Literaturwissenschaft? Maßgeblich zur Entwicklung von dem Feld der KI beigetragen haben unter anderem Arbeiten der Informatiker Alan Turing und Joseph Weizenbaum. Als KI-Pionier gilt Alan Turing, der in seinem Paper Computing Machinery and Intelligence von 1950 die Perspektive intelligenter, lernfähiger oder sogar origineller Computer eröffnet hat. Vor mehr als 70 Jahren warf er bereits die Fragen auf, die Forschung zum maschinellen Lernen bis heute prägen. Könnte ein Computer eigenständig denken und über das hinausgehen, was wir wissen, und daraus selbst Regelmäßigkeiten ableiten? Könnte er durch die Auswertung von Beispieldaten Muster und Zusammenhänge erkennen, und somit herausfinden, wie er eine bestimmte Aufgabe ausführen kann, ohne dass man es vorprogrammiert? Stark heruntergebrochen bezeichnet dieses abseits regelbasierter Programmierbefehle funktionierende Selbstlernen den Prozess des maschinellen Lernens. Noch bis in die 90er Jahre konnten Computer zwar regelbasierte Aufgaben in einer Komplexität bewältigen, die Menschen nicht oder mit deutlich mehr Aufwand lösen würden, zum Beispiel Berechnung und Schachspiel. Nicht umsetzbar war ihnen aber die Lösung von Aufgaben, denen Menschen nicht mit bewussten Regeln, sondern vor allem intuitiv begegnen, wie Gesichtserkennung und Sprachdeutung. Denn wenn wir die Regeln selbst nicht genau kennen und verstehen, erschwert das natürlich deren Programmierung. Ein Beispiel dazu. Im Jahr 1966 programmierte der Informatiker Joseph Weizenbaum das Computerprogramm ELIZA. Dieses Dialogsystem ist eine frühe Form der automatisierten Sprachverarbeitung und ging als Prototyp eines Chatbots in die Geschichte ein. Im Falle von ELIZA schrieb Weizenbaum ein Programm, das vom Menschen eingegebene Fragen beantwortete und auf diese Weise menschliche Kommunikation simulierte. Viele Testpersonen konnten kaum unterscheiden, ob sie eine Maschine oder einen Menschen vor sich hatten, was Weizenbaum gesellschaftskritisch reflektierte, in die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft. Dennoch blieb bei Weizenbaums ELIZA die Menge potenzieller Fragen und Antworten unüberschaubar und deswegen mit programmierten Regeln nicht zu bewältigen. Diese Begrenzungen regelbasierten Programmierens werden mit maschinellem Lernen zumindest teilweise überwunden. Machine Learning-Algorithmen, die in diesem Video im Fokus stehen, haben sich seit einigen Jahren nicht völlig verändert, sondern der Bereich hat vor allem aus zwei Gründen einen Sprung gemacht. Erstens haben Computer eine weit bessere Rechenleistung erreicht, mit der deutlich komplexere Berechnungen gemacht werden können. Diese waren vorher so nicht möglich.
Zweitens sind die Datenmengen und damit Trainingsmaterialien mit dem Internet, der Digitalisierung vieler Lebensbereiche und der globalen Vernetzung von Computern massiv größer geworden. Alle können jederzeit und überall auf sie zugreifen. Durch diese gesellschaftlichen und technischen Veränderungen kann KI im sogenannten Feld des Deep Learnings, einer besonders populären und wirksamen Form des maschinellen Lernens, zunehmend komplexe Algorithmen erarbeiten. Sie kommt in immer mehr Bereichen und Fragestellungen zum Einsatz. Einige spannende Beispiele aus dem kulturellen und geisteswissenschaftlichen Feld wollen wir Ihnen jetzt zeigen. Durch KI können beispielsweise Porträts gänzlich neu erschaffen werden. Das Künstlerkollektiv Obvious erzeugte 2018 das Portrait of Edmond de Bellamy mit einem Algorithmus und erklärte ihn mit der Signatur, die Sie rechts unten im Bild sehen, zum Künstler. Dieses Bild wurde als erstes KI-Gemälde überhaupt im Auktionshaus Christie's versteigert und kam für ganze $432.500 unter den Hammer, etwa das 45-fache des eigentlichen Schätzwertes. Die beiden Literaturwissenschaftler Frank Fischer und Boris Orekow haben mit 10.000 Zeilen Hölderlin einen Neurohölderlin entwickelt. Er schreibt Gedichte und trifft den hölderlinschen Odenton und seine metrische Kombinatorik wirklich erstaunlich gut und erfindet sogar neue Wörter. Dass ich die Väter im Schlafe mir den Höhen auch, der dunklen Seele mir das treue Gestade fallen, wenn die Krone des Heins oft zum Pfade des Geschlechts, dem Jimmersang den deinen Höhen des Himmels. Es scheinen mir deine Hallen unter den Lebenden zu beben. Control ist ein Computerprogramm von Brian McCann, das mit Romanen, Foren und Zeitung gefüttert wurde und nun angefangene Geschichten eigenständig fortsetzen kann. Daniel Kehlmann hat versucht, mit ihm zusammen Geschichten und Szenen zu schreiben. Wir präsentieren Ihnen einen kleinen Einblick aus dieser Schreibwerkstatt. It was a beautiful day in summer. The sun shone brightly on the green grass and flowers of the garden. But there were no birds to sing or insects to hum. I couldn't help it. The whole thing seemed strange to me. We walked along for some time without speaking. We, that is my friend Otto and me. Otto is a tall and strong guy. He has been working as an electrician since he was 16 years old. Das Programm stürzte allerdings nach wenigen ausgetauschten Sätzen immer wieder ab. Das liegt vor allem an der zu geringen Rechenleistung, was Control eher zum Zukunftsprojekt macht. Kehlmann weist zurück, dass Control fähig zur Kreativität ist, weil er nur wiederverwerte. Darauf könnte man mit Roland Barth antworten, dass Sprache immer begrenzt ist und damit jede sprachliche Verwendung eine Form der Wiederverwertung und Neukombination. Die Vermischung von Kunst und KI wirft, wie Sie bemerkt haben, neue literaturwissenschaftliche Fragen auf und gibt frische Perspektiven auf bekannte Theorien, beispielsweise zur Autorinnenschaft. Sind EntwicklerInnen die UrheberInnen digital erzeugter Gedichte und Gemälde oder die Computer? Was passiert eigentlich im Prozess des Schreibens oder Malens? Gibt es künstlerisch gänzlich neue Schöpfung überhaupt? Was ist Kreativität und was fällt alles unter Kunst und Literatur? Beschließt das die Person, die schreibt oder die rezipiert? Und braucht Kunst eine bewusste Intention oder genügt die Rezeption? Hieran lässt sich sehen, dass derartige KI-Projekte nicht nur beeindruckende Spielereien sind, die auf maschinelle Kunstproduktion hinarbeiten, sondern schon jetzt wissenschaftliche und alltägliche Gespräche über Kunst und Kultur bereichern. Sie geben uns neue Impulse, durch die wir Bekanntes in Frage stellen und Neues lernen. Sie sehen also, dass mithilfe unterschiedlicher Verfahren des maschinellen Lernens in Richtung einer künstlichen Intelligenz gearbeitet wird und das weniger Zukunftsmusik ist, als wir manchmal denken. Schließlich hat maschinelles Lernen in unserem Alltag bereits einen festen Platz. Übersetzungstools, Sprachassistenten oder Bilderkennung sind dabei nur einige Beispiele unter vielen. Computer können selbst aus Erfahrungen und Mustern lernen. Dadurch werden sie immer handlungsfähiger, weil sie irgendwann nicht mehr nur erkennen, sondern auf Basis der identifizierten Muster neue erschaffen. Deswegen produzieren Algorithmen nun Ergebnisse, die immer mehr wie Erzeugnisse eines künstlerischen, kreativen Schaffens oder anderer bewusster Denkprozesse wirken. Doch Maschinen können nicht nur interessante literaturwissenschaftliche Untersuchungsgegenstände hervorbringen, sondern auch zur Textanalyse eingesetzt werden. Im nächsten Video zeigen wir Ihnen, wie Sie mit Named Entity Recognition Entitäten wie Figuren und Orte computergestützt aus Texten herausfiltern können und warum diese Methode für die digitale Literaturwissenschaft, Internetkonzerne und Meinungsforschung gleichermaßen spannend ist.